Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dwarf Fortress. Der letzte Part war ein bisschen aufregend zwischen dem ganzen Haufen Geplane, was wir hier zu tun hatten, und dem, was jetzt so alles im Allgemeinen uns entgegengefleucht und gekreucht ist. Haben wir Tumlu aus einem Loch, das er sich selbst gegraben hat, retten müssen, und wir hätten es beinahe nicht gesehen. Oh Mann. Tumlu, was machst du auch für ein Kram? Oh, hey. Gut, es ist aber noch alles immer gut gegangen. Wir schauen mal erstmal gut diesen Quartiers. Also, die sind nur mäßig mit ihren Quartieren zufrieden. Mal schauen, was die dann später sagen, wenn wir ihnen dann irgendwelche Bilder von Zwergen in die Wand malen, die irgendein Käse essen. Wer weiß. Gut, auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen Haufen Work Orders gegeben, die jetzt auch langsam vom Manager endlich gemacht werden können, da ja Tumlo jetzt da ist. Das heißt also, hier kommt auch der ganze Job endlich voran. Und ja, mal schauen. Wir müssten noch gucken. Oh Mann, hier. Rockmechanismen, also die Rockmechanismen scheinen fertig zu sein. Zwar noch nicht alle eingesetzt, aber gut, das ist jetzt erst einmal relativ. Cage Traps bauen wir noch ein paar mehr hin. Können wir eigentlich einen ganzen Stapel von machen. Gut, und hier und hier und hier und wir haben keine Mechanismen mehr. Gut, dann. Die Wand ist soweit fertig. Und es hat sich kein Zwerg eingegraben? Gut. Was ist hier? Hier ist eine Wall, ne? Warum macht die keiner weg? Jungs, ihr habt die Möglichkeit dazu. Warum tut ihr es nicht? Naja, gut, das lassen wir jetzt erstmal so da stehen, wie es so da steht. Wir könnten jetzt auch mal einen Clother-Workshop hinmachen, beziehungsweise einen Loom-Workshop. Das ist ja alles so ein bisschen mehr miteinander verwoben und daher tue ich das gerne immer in einen Workshop, nein. Loom, Clother, Clothers. Und an Farmers Workshop. Drei Leute werden hier wohnen. Okay, dann werden wir auch gleich mal den entsprechenden Wohnraum festlegen. So. Nee, halt, stopp, das ist der falsche. So. So, und hier kommt dann. So hin, genau. Und hier kommt's hin. Und hier kommt's hin. Das ist ein simpel einfach Grund, das ist die kürzere Strecke von dem ganzen Kram. So, dann brauchen wir hier einen Stockpile für Cloth. Allgemein. So. So, hier. Dann müssen wir das noch festlegen, was genau für Cloth ist. Kein Thread. Sondern nur tatsächlich fertige Cloth. Der Thread kommt. Moment, lass mich mal kurz überlegen. Die mache ich, glaube ich, so an den Rand hin, ne? Mache ich hier mal hin. So, hier kommt Threads hin. Additional Options. Es ist nur ein Stockpile. Okay, es ist kein normal. Okay. Permit. Ne, Enable, glaube ich, war es. Hier, genau. Cloth. Kommt hier nicht hin. Und Finished Clothing hat einen eigenen Stockpile, glaube ich, gehabt für. Wie hieß das Ganze nochmal? Refuse, Sheets, Leather. Ah, ein Leather Workshop könnte man eigentlich auch nochmal machen. Ja, den machen wir im Nachbarraum hin. Wie wär's damit? Okay, Finished Goods, Weapon, Cloth, Scams, Stone, Corpse. Ne, Corpse brauchen wir hier nicht. Gut, dann lasse ich das erstmal hier so da stehen. Dann der Mechanik. Können wir hier noch einen Raum machen? Wir brauchen nämlich noch einen Workshop für etwas spezieller, nämlich für den Leatherworking. Könnten wir jetzt auch schon langsam mal einen machen. So, und hier. Ich weiß, das ist jetzt vollkommen aus dem Muster raus, aber. Jetzt mir jetzt erstmal relativ gleich. So. Ich will erstmal nur, dass meine Festung läuft. Weil die ist momentan nach meiner Meinung instabiler als sonst. Warum?
Ist mir noch nicht zu 100% klar, weil normalerweise lafft es eigentlich viel einfacher. Aber gut, ich bin vielleicht wahrscheinlich nur massiv aus der Übung, weil ich schon jahrelang nicht mehr gespielt habe. Und ja. Also im Prinzip, ihr könnt eigentlich auf meinem YouTube-Kanal sehen, das letzte Video, was über Draw Fortress war, war das letzte Mal, wo ich Draw Fortress gespielt habe. Also schon Ecke her. Gut. Brauchen wir jetzt noch ein paar Tables, und zwar weiße aus Quarzit in dem Fall. So. Quarzit. Quarzit. Das war jetzt erstmal gut. Jetzt brauchen wir noch wieder ein paar Seeds. Aus Quarzit. Mikroklein, nicht Quarzit. So. So. So, dann haben die da auch wieder einen anständigen Tisch. Wie sieht es eigentlich jetzt mit den ganzen Blockgeschichten aus? Das machen sie jetzt noch nicht. Gut, die Leute haben was zu tun. Von den Eidlern muss ich immer zwei abziehen, weil das sind nämlich die Doktoren. Die brauchen nicht irgendwie sich um irgendwas kümmern. Der Stonecrafter hat keinen Job mehr. Wieso bezweifle ich, dass er das haben sollte? Ah. Max. Pots, machst du wieder ein paar mit? Machst jetzt mal ein paar Hives. Toys. Figurinen, Amulets, Scepters, Crowns, Crowns, Rings, The One Ring. Okay, ja, er macht irgendwie nicht mehr besonders viel. Wir haben wahrscheinlich nicht mehr genug nicht ökonomischen Stein, kann das sein? Aha. Es kann sein, dass wir nicht genug Stein haben. Dass es uns nicht gelangt am Stein. So wäre es vielleicht besser Reim gewesen. Okay, dann machen wir jetzt hier mal, gucken wir, ob wir irgendwo eine weiße Ebene finden, also eine Ebene mit weißem Stein, wie hier zum Beispiel. Und hier einfach mal so ein bisschen Strip Mining betreiben. Damit wir wieder Stein als Rohstoff bekommen. So. So. Und. So. Und dann nehme ich wieder meine allgemein bekannte Strip Mining Methode. So. Das ist jetzt erstmal eine Zeit lang beschäftigt. Machen wir noch Smooth Stone, und zwar hier oben. Soweit es geht. So. Dann ist diese Arbeit auch verteilt. Haben wir hier noch irgendetwas von Interesse? Ein paar Wooden. Einer macht noch einen Wooden Crossbow. Okay. Okay, wir haben wieder Vollbeschäftigung. Boah. Das war jetzt echt eine anstrengende Arbeit, hä? Die Jungs hier auf Vollbeschäftigung zu bekommen. So, erstmal wieder durchatmen. Die ganzen Jobs werden jetzt langsam erledigt, aber sind immer noch. Die werden ziemlich schnell erledigt sogar. Also da bin ich ein bisschen am draufschielen, dass das nicht irgendwie sich zu lange dauert. Und dass das noch länger dauert, dass die das auch tatsächlich funktioniert, was sie davor haben. Cooper Statue of a Draft. Of a Draft. Was für Description? Welcher Draft ist es denn? It's a superior quality copper stager. Okay. Es ist schon mal schön, wenn diese Statue schon mal eine schöne Qualität hat. Das heißt nämlich, unser Metalworker ist langsam in dem Gutwerden dran. This item is superiorly designed in image of a draft in a copper. In Copper. By Sephon Ast. Sephon Ast. Ich sag jetzt da gar nicht mehr dazu. The drafts are laboring. Ah! Oh Mann, das ist jetzt Salz in der Wunde. The artwork relates to the fund. Oh Mann. Oh, in the spring of fire. Oh Mann. Das war jetzt Salz in der Wunde. Ich mache jetzt hier zwei Parts, nichts anderes als euch Jobs zu verteilen. Und dann macht der eine Statue davon, dass er nichts zu tun hat. Oh Mann. Oh, das ist jetzt Salz in der Wunde gewesen. Aua. Oh. Oh Mann. Okay. Weiter, wir brauchen noch einen Leatherworker. Hier. Yeah.
Das war jetzt gerade so ein bisschen zu viel. Okay, wir machen jetzt hier noch einen Stockpile für Leather. Ich sollte mir angewöhnen, irgendwie das nicht mehr durchzulesen. Das tut weh. Okay, gut. Wir haben jetzt hier ein Leather. Jetzt brauchen wir noch die unteren Bereiche können eigentlich auch mit Leather gelagert werden. Jo, mach mal. So. X. Kann jetzt erstmal ein bisschen Leder hin. Leder hin, Leder her. Leder everywhere. Sag mal, du Burli hier. Ezum. Ezumning. Ezumning. Was bist denn du? Hey Master Leatherworker. Genau, du bist ja ein Military Guy eigentlich. Nee. Du bist gar kein Military Guy? What? Okay, Ezumning. Du hast jetzt ein neues Wohnörtchen, mein Freund. Und zwar nämlich hier. Ezumning. Ezumning. Ezum. Wo haben wir denn? Ezumning. Leatherworker, da haben wir ihn ja. Gut. Das ist jetzt dein Plätzl. Das ist aber dein Lieblingsplätzl. Ja. Das ist ein Bedroom, wo halt einfach noch ein paar Leute schlafen könnten. Also hier sind allgemein ein paar Bedrooms, die schlafen können. Die können wir eigentlich auch wieder einrichten. So. Doors. I need a door, a door, a door is what I need. Das klingt im Kommentar irgendwie viel geiler. Aber gut, ich habe mich gut amüsiert, wie ich das gelesen habe. Nur so by the way. So, dann nicht ein Farmport, sondern ein, genau hier, das da. Ein Cloth Stockpile. Dann machen wir hier einen extra für Fred. Genau, hier ist für Fred. Und da oben ist für die actual clothing. So. Sodale. Wie sieht es eigentlich dann langsam mal mit den Masons aus? Wir haben schon einiges an guten Arbeitern. Die machen jetzt gerade Coffins und so weiter. Ist ein Engraver, der nichts zu tun hat? Du, das glaub ich dir fast nicht. Schau dir das mal an. Da, wo es überall, wo es blinkt, da hast du was zum Tor. Geh zurück an deine Arbeit. Oh Mann. Ah, gut, jetzt erstmal was zum Trinken, habe ich mich gerade verdient. So. Kehle geschmiert. So, läuft wieder. So. Ja, der Legendary da hinten ist, der Smoother, der ist schon ziemlich aus dem Werkeln. Ja, der ist ziemlich gut drauf. So, dann sollte die Festung langsam mal fertig werden mit den ganzen, ja, ganzen Kram. Ich muss erstmal gucken, warum lassen die hier eigentlich so viele Steine herumliegen? Vor allem, wenn man bedenkt, ist eigentlich Mika ein Non-Economic Stone? Ja, ist er. Warum wird die nicht transportiert? Hier sind viel zu viele Leute, die nichts zu tun haben. Aber ich guck mal, ob das mit den Wheelbarrows geht. Moment, W. Machst du mal 5 Wheelbarrows hin. Will take from anywhere. Gut, machst du hier mal ein paar Wheelbarrows hin. Das dürfte hier aber eigentlich auch nicht dafür ändern, dass hier eigentlich ein Haufen Steine normalerweise hingetragen werden, aber tun sie aus irgendeinem Grund nicht. Also das mit dem Hollowing hier ist irgendwie das seltsam gelöst. Vor allem in den letzten Updates war das nicht so geregelt. Wie geht's dir, Tumlu? Hast du dein Trauma überstanden? Ah, diesen Quartiers, Mager Dining Room. Du kannst dich beschweren, mein Freund. Ah, herrlich. Gut, aber das stimmt schon ganz. Wir können dir schon ein bisschen mehr zur Hand geben. Gut, da kriegst du mal ein. Haben wir jetzt ein Kabinett wieder? Jo, haben wir. Aus Gold. Nein. Aus Gold gebe ich dir das nicht. Dafür hast du dich zu dumm angestellt. Needs Weapon Racks. Deju, du hast hier mal ein bisschen was aus Kupfer. Ich kann dir ein paar Kupferstatuen geben, ja. Hier so ein bisschen schnöder Kupferteil. Hier. Hinter deinem Bett. Schaut immer einer auf dich drauf. Fühl dich beobachtet.
Und Slap Dirty Road Bridge Workshop Furnishes. Leider Instrument Support. Instrument, was genau ist das eigentlich? Need Item. Support. Animal Track Rest Train. Cage. Archery Target. Könnten wir eigentlich auch ein paar bauen. Weil wir haben ja hier extra einen Platzl für unsere Archeries. Machen wir ein paar mehr davon. Gut, Archery, Target, Nestboss, Hives. We need Hive. Haben wir noch nicht gebaut. Okay, wie sieht es hier mit unserem Stonecrafter aus? Ne, das ist der Mason. Stonecrafter hat nichts zu tun, weil er keinen Store hat. Das heißt also, dann deleten wir mal den ganzen Kram. Dann soll er sich das gefälligst von überall holen, wenn es ihm nicht reicht. Gut, Rock Crafts. Muss halt ein bisschen laufen, mein Freund. Jugs, Pots, Hives, Toys, Figurines, Amulette, Scepters, Crowns und das muss jetzt reichen. So. Mann, so, solange wir das nicht irgendwie gemanagt bekommen, dass die Zwerge besser haulern, lasse ich das lieber mal mit den ganzen, Stockpiles den jeweiligen Workshops zu teilen, weil sonst geht das nur in Chaos. So, wir gucken erstmal unter zu unseren Miner. Die dürften ja jetzt hier unten irgendwo am Ding sein. Genau hier. Zum Beispiel. Die machen hier. Und hier oben haben sie grob angefangen. Hat einer sich schon mal verlustiert. Und hier kommen wir endlich in die zweite Ebene hinein. Ja, das heißt, der untere Bereich ist voll mit Wasser. Mit dreckigem Wasser. Darum muss jetzt erstmal die zweite Ebene gemacht werden. Und it's saved. Es ist wieder eine neue Saison. Ja, gut. Jetzt kann ich das Ganze mal wieder ausklingen lassen, weil das war jetzt gerade ein bisschen hasty von mir, die ganze Zeit das so zu machen. Siege Engineer. Okay, es ist jetzt anscheinend der Teil des Monats, wo die Soldaten Ferien haben. Die haben Feierabend, Ferien, wunderschön und so weiter, ne? Mhm. Make Cheese und so weiter. Den ganzen Kram haben sie jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Cave Week, das habe ich noch nicht zugeteilt. Stimmt's, ne? Ja, habe ich nicht. Hab ich nicht. Plump Helmets? No Seeds? Wir haben keine Plump Helmets Seeds mehr? Wir haben keine Plump Helmets Seeds mehr. Mal noch kurz zum Gucken weg. Sag bloß, die haben jetzt auch die Plump Helmets verguckt. Seeds verguckt. Hab ich jetzt ernsthaft Plump Helmets Seeds verguckt? Verkocht? Meat Barrel? Hm? Leute, ich bin verwirrt und zwar etwas massiver. Okay, Brew Drink from Fruit. Kannst du auch machen. Few task. Unrotten drink mats producing plants. Ich bin verwirrt. Du solltest eigentlich Pflanzen in Unmassen haben, die du verarbeiten kannst. Sheep's milk? Meat barrel? Fish? Nee, das ist alles plant. Plump helmets, da hast du doch. Und zwar zum Saufrudern. Moment. Vielleicht, Moment, ich habe ja Kitchen Plump Helmets, glaube ich, zum Brewen. Ja, genau, Brewen machen wir mal. Wir haben jetzt mehr als genug. Extract from Plants. Drink from Plant. Ja, so, jetzt hat. Gut. Ich vermute mal, dass das irgendwie Scheps gegangen ist. Oder ist ein Thief? Hier. Wurde entdeckt von wem eigentlich? Von irgend so einem Zwerg. Ich finde es schön, dass jetzt die War Dogs so ein kleines Halsband drumherum haben. Das heißt also, es scheint tatsächlich zu funktionieren, das Ganze mit den War Dogs-Geschichten. Ah, gut. Es geht voran. Es ist auch schön zu sehen, dass unsere Ärzte gut gehen. Dass es unseren Ärzten gut geht.
So. Jo. Wir müssten eigentlich ein paar Zwerge verletzen, nur damit die nicht einrosten. Jetzt kommt es mir nicht gerade. Wie sieht es eigentlich mit deren Skill aus? Die müssten doch langsam irgendwie einrosten hier. Ein Tanner, Ray Rusty, Highmaster Wunddresser. Hier ist noch nicht Rusty, also die sind noch nicht eingerostet in dem ganzen Kram. Also sollten wir mal da ein Auge drauf werfen. Naja. Naja. Gut, auf jeden Fall. Jetzt sollte da auch hier eine Wasserquelle draus werden, genau. Water Source. Und dann können die sich hier auch waschen und den ganzen Kram. Was ist denn hier so am Mosern? Also Drop-off accessible. Ja, warum mosert der Dock? Also hier erstmal Biggus Maximus mosert, weil er keinen Rock konstant needs. Non-economic Hard Rock. Okay. Und warum mosert der Dock? Store Item Stockpile Drop-off. Weil in seinem. Weil in dem Stockpile kein Platz mehr ist. Deswegen mosert der mich jetzt hier zu. Schau dir das mal an. Holy fucking crap. 300, 300, 400, 500, 600, 700 mal. Oh Mann. Der spammt mich damit zu. 63. 121 Mal. 1000 Mal. Oh Mann. Junge. Komm runter! Du kannst doch nicht einfach vor deinem Stockpile stehen und wie ein Kind das Schreien anfangen. Diese Katharsis, das kann doch nicht so schlimm sein. Ah. Holy damn. Gut, hier haben wir einen Haufen Seeds. Ja, hauptsächlich Pigtail und sowas. So. Oh Mann. Wie sieht es eigentlich mit unseren Craft Drafts aus? Gut, der ist. Was macht eigentlich unser Craft Draft? So Stonecrafter. Drink. He drinks something. Following wir mal. So, jetzt lehnen wir uns erst einmal ein bisschen zurück und gucken mal, was er so tut. Ah. Make Rock Crafts, okay. Schön, er lauft von überall her und holt sich die Steine. So ist gut. Der ist nämlich jetzt erstmal eine Zeit lang damit beschäftigt. Oh, ich sehe gerade was vorbeilaufen. Wir haben einen Major. Das habe ich nicht gesehen. Wann ist der bitte schön Major geworden? Vielleicht irgendwann, wo der eine Doktor mich tausendmal zugespammt hat. Irgendwo dazwischen? Nee, noch nicht. Schon ein bisschen länger her. Okay, wann ist der Spring has arrived? Mega Smith, Mega Klein. Das ist, scheint schon ein bisschen länger her zu sein, wenn er mich damit zugebombt, wenn das passiert ist. Gut, dann müssen wir mal kurz gucken. Unsere Novels, die brauchen auf jeden Fall ein gescheites Office und den ganzen Kram. Das ist mitunter der Grund, warum ich so mit dem ganzen Goldzeug so am Ende angefangen habe. Das heißt also, wir nehmen natürlich etwas, wo Stor hat als Wand. Wo bauen wir das hin? Ich glaube, hier wäre ein guter Platz neben der Kaserne. Das ist jetzt sein Office, mehr oder minder. Und das hier ist sein Sleeping Room. Gut. Maus mittig. Maus mittig. Jo. Machen wir es mittig. Ist auch wurscht. So, unsere Miner, was haben die eigentlich zu tun? No Job. Das heißt also, die hatten kurz nichts zu tun. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Has been possessed, the Leatherworker. Okay. Dann folgen wir ihn mal und gucken mal, was er macht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Okay, er rennt wie als wäre er nicht gescheit nach oben.
zu seinem Leather Workshop. Holt sich ein bisschen Leder. Ist nicht ganz unverständlich. Holt sich wahrscheinlich Edelstein. Nee, nicht Holz. Holz holt er sich. Machen sie oft. Und Mysterious Construction. Okay, das war einfach. Okay. 30 wooden bins has been completed. Sehr schön. Das, langsam geht die Arbeit hier auch wieder zur Neige. Es ist also bald wieder das nächste Mal wieder so ein spastischen Anfall von Arbeit. Individual Combat Drill. Ja, da sind sie ein bisschen am hobbymäßig arbeiten. Also trainieren. Also unser Major ist... Wer ist unser Major geworden? Kevada, das bist du. Oh Gott, jetzt wird's lustig. Nee, Moment, halt, stopp. Das ist unser Administrator. Unser Major ist wer anders. Wir haben jetzt einen Administrator und einen Major? Ich bin verwirrt. Normalerweise gibt es nur einen. Oder es gibt immer nur einen von beiden. Und meistens ist der eine immer der andere. Und der Administrator daraus wird normalerweise der Major. Seltsam. Sehr seltsam, muss ich ehrlich sein. Gut, wie sieht es hier eigentlich mit dem Smoothing aus? Das geht langsam voran. Wie sieht eigentlich der Wert unserer Festung aus? Das haben wir jetzt auch nochmal so nebenher. Okay, wir sind gerade bei circa 750.000 Created Wealth. Okay, allein schon, dass wir einen Furniture an Wert haben, ist schon nicht schlecht. Haben einen Haufen Seeds, Drinks, haben ja, ein paar wirklich anständige Leute hier. Haben noch keine wirklich anständigen Leute. Additional Options. Guck ich mir das mal an. Bedrooms. Was ist das? Okay, 674 Bedrooms. Build Beds. Aha. Aha, okay, das sind nicht wirklich informative Sachen. Okay, wie sieht es eigentlich mit Justice aus? There are no criminals. Sehr schön. Alle in unserer Festung sind gut. Sind gut drauf. Und haben keinen Hang dazu, irgendjemanden umzubringen. Okay, hier scheint auch alles soweit relativ konkret zu sein. Jetzt voll konkret, Alter. Ah, oh Mann, ich sehe hier schon, hier ist nicht wirklich Stein. Okay, das heißt, wir müssen wieder einen Boden machen. War jetzt schon bei unserer Haupthalle so ein Wesen-Ding. Okay. Wir sollten dann auch irgendwann mal unsere Gräber anfangen zu überlegen, wo wir die hinsetzen. Ich glaube, ich weiß nämlich schon, wo wir die hinbauen. Hier? Ne, hier nicht. Weil sonst kommen die irgendwie dann unterwegs mal auf die Idee, ja, irgendwie, wenn sie ein Grab besuchen wollen, dass die hier irgendwie so einen Blödsinn machen. Ich glaube, wir bauen die hier in der Nähe vom Krankenhaus hin. Und auch, ja, ich glaube, das ist so eine gute Idee. So, da brauchen wir auch nicht viel Platz dafür. Wo bauen wir die so wirklich so einschmalig hin? Ja, die baue ich so schmal hin. So, soll mir jetzt wurscht sein. Gut, das heißt, also hier fängt unser ganzer Kram an. Machen wir hier mal so einen kleinen Makro. Hier ist die Mitte, jetzt uns da hin. So. So, und das hier ist der Makro für die Burial Places. 1, 2, 3, 4, 5. So, das sollte jetzt dann erst einmal reichen, was wir hier jetzt im Allgemeinen haben. Wenn wir jetzt hier so noch so zwei weitere machen. Aber hier können wir weitermachen. So, noch ein. Dann sollte das erst einmal reichen. So, dann ist das Hauptplätzele hier schon fast fertig. Ich glaube, da bauen wir jetzt auch keine Blocks hin, sondern Boden hin, sondern da bauen wir jetzt einfach nur ordinären Stein hin. Elfenkarawanen. Oh Mann, ihr Elfen. Ihr wart jetzt so derartig relevant für unser Leben hier. Ne? Ja, ich verkaufe euch eigentlich nichts. Ich habe nichts, weil mein...
Mein Crafter, der ist mich gerade so eigentlich gut beschäftigt gewesen mit Zeug und vor allem, ich muss das jetzt, hab das Ganze jetzt in Bins. Wenn ihr das seht, dann geht ihr ab wie Schnitzel, ne? Ich hab für euch jetzt keine Zeit und keine Lust. Aber weißt du, wozu ich Lust habe? Auf den nächsten Part von Let's Play Dwarf Fortress. Und den würde ich gerne mit euch das nächste Mal sehen, wenn wir hier mit den Elfen uns ein bisschen auseinandersetzen. Hier ein paar Kleinigkeiten regeln, ein paar bisschen mehr die Giant Hamster Leather Creeper. Oh, geil. Okay, wir haben hier auf jeden Fall wieder einen wunderschönes Artefakt erzeugt. Wir haben jetzt hier wieder die Festung so halbwegs zum Laufen gekriegt. Und wir versuchen jetzt einfach mal den Administrator und den ganzen Major und den ganzen Kram hier wirklich zu packen. Gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Dwarf Fortress. Pfirti Gott.